Das ist nicht so einfach hier, sich einigermaßen ins rechte Licht zu rücken. Ich brauche mal wirklich Personal, verflixt nochmal. Survival Martin hat doch auch gleich immer eine ganze Armee von Helferlein zur Hand. Warum habe ich sowas eigentlich nicht? ich glaube, ich weiß warum. Doch, ja, ja, ich glaube schon. Wie dem auch sei, Kochaktion, also mit Bushbox und so weiter, das habe ich jetzt erfolgreich beendet. Ich habe mir auch noch einen Tee gemacht. Hier ist er. Das ist also jetzt so ein Track and Eat Zitronentee, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mehr Wasser genommen, als man eigentlich nehmen soll. Dann wäre er auf jeden Fall noch erheblich süßer und auch ein bisschen saurer. Also eigentlich ist so ein Beutel, ich habe den euch irgendwann mal vorher in einem anderen Teil von dieser Reihe in die Kamera gehalten, aber eigentlich ist so ein Beutel bloß für 200 Milliliter gedacht. Das ist natürlich eine bescheidene Menge Tee, wie ich finde. Deshalb habe ich gedacht, ich mache halt meine übliche Tasse voll. Das sind dann so ungefähr 400. Ein Ticken mehr vielleicht. Aber der ist ganz lecker. Der schmeckt ganz gut zitronig. Und nicht so süß wie Krümeltee. Andererseits, in einer niedrigen Konzentration ist schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Krümeltee durchaus gegeben. So, dann habe ich Kartoffeln geschält. Ich mag meine Kartoffeln gern geschält. Ja, man kann die Schale auch mitessen, neuerdings. Meiner Meinung nach sind das ja Bräuche, die aus vor dem Krieg stammen. Oder eher während des Kriegs. Wie man übrigens hört, regnet es wieder. Ja, jetzt werde ich mir ein Raclette machen. Deswegen habe ich auch Kartoffeln geschält. Und dazu habe ich jetzt also ein sogenanntes Outdoor-Raclette, wenn ich es finde. Es geht natürlich nicht, solange ich mich anleuchte. Wo habe ich es denn? Irgendwo ist es. Hab's gefunden, kann mich also dementsprechend wieder anleuchten. Und zwar, also, das besteht jetzt hier aus so einem Pfännchen mit Klappgriff. Jetzt ist er ausgeklappt. Also ein Raclette-Pfännchen, ein etwas größeres als die kleinen Raclette-Pfännchen, die man vom an Silvester Raclette gewöhnt ist. Da passt also ordentlich was drauf. Und einem Untersetzerchen, der sieht so aus, sogar mit so Holzteilen am Ende, finde ich sehr hübsch. Auch den Griff hier finde ich sehr hübsch, auch mit so Holzgedönse. Ich glaube, das Ganze nennt sich, glaube ich, Outdoor Raclette oder was. Leider habe ich die Packung nicht mehr. Ich habe das schon eine ganze Weile im Keller rumliegen und habe es noch nicht benutzt. Bosca Holland. Ja, wer mal googeln möchte oder das vielleicht irgendwo anders findet. Ich kann es ja sagen, das ist ja nicht schlimm, nicht direkt Werbung. Also meins gab es jetzt mal bei Globetrotter. Ich weiß nicht, ob die das noch im Angebot haben, habe ich keine Ahnung. Ja, und eben dieses Unterteil, das kann man aufklappen. Das zeige ich euch gleich natürlich alles noch bei Verwendung. Und dann sind da so Teelichter drin, da kann man natürlich auch wieder welche reinfüllen, wenn man die verbraucht hat, die drin sind. Das werde ich nämlich jetzt auch tun. Und ich probiere es mal mit den Teelichtern aus. Ich könnte mir aber vorstellen, das wäre erheblich lustiger und schneller, wenn man statt Teelichtern ein anderes Produkt verwendet. Ne? Esbit. Ich baue das jetzt erstmal so weit zusammen. Und ja, ja, aber ja gut, Raclette kennt ihr ja. Kartoffelchen gibt's. Dann habe ich noch ein bisschen Salami. Und irgendwo habe ich auch Raclette-Käse, sobald ich ihn finde. Und das baue ich mir halt einfach mal zusammen und dann sehen wir weiter. Ist alles nicht so einfach, eben wegen dem fehlenden Licht heute. So, Ben hat alles soweit vorbereitet und jetzt dürft ihr gleich mal gucken. Muss ich euch entsprechend ein bisschen anders dahinstellen. Also, ihr seht hier drei brennende Kerzchen in diesem Raclette-Gestell. So. Und da seht ihr, ich zoome mal ein wenig ran, sobald ich den Zoomhebel gefunden habe. Ben ist überfordert. Jetzt hat er es geschafft. Multitasking. Da habe ich mir jetzt ein Pfännchen mit diesem Ding hier hergerichtet. Da befinden sich Salami drunter und unten Kartoffeln. Ich glaube, ich habe mich jetzt beim Zubereiten dieses Pfännchens, was ich jetzt mal auf dieses Raclette-Dingens draufstellen werde,
dran erinnert, doch mal die Gebrauchsanweisung von diesem ganzen Teil hier gelesen zu haben und bilde mir ein, da hätte gestanden, man soll in diesem Pfännchen eigentlich nur den Käse zubereiten und den dann quasi auf Brot oder was auch immer drauf machen, keine Ahnung, das habe ich nicht so ganz kapiert, weil wahrscheinlich die Brennpower von diesem ganzen Ding nicht ausreichen wird, jetzt diesen ganzen Haufen Futter, den ich mir da auf das Pfännchen geschmissen habe, überhaupt heiß zu bekommen, sodass der Käse schmilzt. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht ja noch Esbit-Würfelchen dabei und würde dann jeweils einen 2 Gramm, also 3-2 Gramm Würfel in diesen Schälchen da verteilen und dann halt damit arbeiten. Das müsste eigentlich genügend Power haben, dass der Käse dann da schmilzt. Da bin ich recht zuversichtlich. Mit den Teelichtern, warten wir mal eine Weile ab. Es ist übrigens nicht ganz warm, wie man an meinen tollen Rauchwölkchen, die ich hier von mir gebe, ersehen kann. Deshalb bin ich auch ganz dankbar, dass ich hier noch eine Decke habe, mit der ich mich noch so ein bisschen zusätzlich eingekuschelt habe. Sollte mir noch kälter werden, werfe ich einfach die Bushbox wieder an. Dieses Ding ist echt großartig. Also die mittlere, die ist wirklich extrem nützlich. Oh, ich höre ein kleines Zischen. Aber sieht noch nicht so aus, als ob da der Käse schmelzen würde. Aber immerhin, es zischt ein wenig. Also die Kartoffel brutzelt scheinbar ein wenig. Naja, warten wir ab. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir haben ja Zeit hier draußen. Auch noch ein großartiger Ausrüstungsgegenstand, wie ich finde, sind Kindergeburtstagskerzen. Also diese Dinger für den Kindergeburtstagskuchen. Die finde ich richtig toll, weil die sind halt winzig klein, die kann man super überall mitnehmen, kann man sich ein paar in die Hosentasche stecken und so weiter. Wenn sie durchbrechen, macht auch nichts. Brennen, gut, jetzt nicht so lange. Man kann sie relativ schnell auslabern, aber... oder ausatmen. Aber ich finde die cool und gerade so für nächtliche Aktivitäten im Walde sind die meiner Meinung nach ganz gut geeignet. Da ist auch immer noch so ein kleiner Becher dabei, wo man die Kerze reinstecken kann, um sie dann halt eben auf einem Kuchen anzubringen. Jetzt habe ich allerdings keinen Kuchen, das irgendwie keinen Sinn macht, diese Kerze ins Raclette zu stecken. Aber ich dachte, ich zünd mal 2 an für Stimmung. Nein, Ben hat keinen Bock auf Party. Dass ich das letzte Mal Bock auf Party hatte, ist ein paar Jährchen her. Hatte ich schon mal Bock auf Party? Bin mir nicht sicher. Kommt drauf an, wie man Party definiert. Apathisches Rumgehopse zu irgendwelcher Musik, die auf uns basiert. Begrenzt. So, im Übrigen kann ich berichten, es brutzelt hier im Hintergrund. Und das funktioniert tatsächlich so nach und nach, so langsam, aber sicher. Ich glaube, das dauert jetzt schon 15 Minuten und ist noch lange nicht fertig. Schmilzt hier nämlich auch der Käse und ja, brutzelt und klingt tatsächlich so ein bisschen wie richtiges Raclette. Nur, dass es halt erheblich länger dauert, aber dafür hocke ich ja im Wald. Das Coole ist, wenn man in der Natur hockt, dann ist sie quasi sofort nebendran. Man ist also nie alleine. Man hat dann da Natur, da hockt sie auch, da vorne, da sitzt sie ebenfalls. Überall ist sie. Oh, jetzt werde ich philosophisch. Passiert, wenn man zu lange auf sein Raclette warten muss. Oh ja, so ist es. Das ist Ebbes. Fettige Angelegenheit. Genau das Richtige. So, also ich glaube, viel fertiger wird das nicht mehr. Habe ich so den Eindruck. Und da das hier langsam schon über mein Pfännchen drüber läuft, so teilweise, kommt es jetzt ins Pöttchen. Sieht man das eigentlich? Das Blöde ist, ich kann da nicht hinleuchten und gleichzeitig auf die Kamera gucken. Ja doch, sieht man. Gut. Also da bräuchte ich wirklich, also irgendwann mache ich sowas mal mit Kamera. Sklavin. Sklavinnen haben noch gewisse Vorteile, die Sklaven nicht. Na, das lassen wir jetzt. Selbstverständlich meine ich solche Äußerungen nicht ernst. So. Ja. Wer jetzt meint, Ben sollte dringend heiraten,
Der hat wahrscheinlich recht. So. Das heißt, wir schieben das jetzt mal da ins Töpfchen und... Oh, scheiße. Guckt euch mal dieses Fett an. Oh, wow, 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 wow. Also in einem Survival-Szenario sollte man das natürlich nicht wegkippen. Mache ich jetzt aber trotzdem. Oh, das sieht ja lecker aus. Mit richtiger Röstkartoffel. Kann man hoffentlich sehen. Doch, das sieht lecker aus. Ja, Salamischeibchen, Käse, drei Kartoffeln. Nam, nam, nam. Ausgezeichnet. Ich schlafe übrigens nicht draußen, weil ich habe morgen früh zu viel zu tun. Ich will mal wieder ins Museum. Und ich kenne mich, wenn ich jetzt draußen penne, dann komme ich hier frühestens um 9 weg. Und bis ich dann all meine Ausrüstung verstaut habe. Und ja, überhaupt muss ich ja natürlich erstmal nach Hause kommen. Dann ist es natürlich wieder zu spät. Und dann lohnt sich das mit dem Museum nicht mehr. Weil ich bin ein sehr ausführlicher Museumsgänger. Deshalb gehe ich übrigens auch immer, grundsätzlich immer, alleine in Museen. Weil, wenn ich irgendwen dabei habe, der nicht ich ist, langweilt er oder sie sich zu Tode. Ist nicht jedermanns Sache. Wobei ich natürlich sagen muss, gilt nur für Museen mit historischem oder naturwissenschaftlichen Inhalt. So, ja, dann wünsche ich euch trotzdem in jedem Fall einen schönen Abend oder was halt gerade ist, wenn ihr das seht. Und ich glaube, ich mache mir echt noch eine Portion. Das war jetzt so gut. Man hätte natürlich erst neue Portionen aufs Fenle machen müssen, dann essen. Dann ist das nämlich schon so, naja, so 5% fertig, bis man aufgegessen hat. Theoretisch könnte ich es jetzt nochmal mit Esbit ausprobieren, aber ich will mir das Ding nicht einsauen, weil Esbit verbrennt halt dann doch jetzt nicht hundertprozentig rückstandsfrei. Und das sieht schon schön aus, dieses Kochgerät. Und wer weiß, das wäre jetzt potenziell ein Gegenstand, mit dem man mal Frauen beeindrucken könnte. Wenn die mal irgendwann mal mit in den Wald kommen würden. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und irgendwann räume ich hier auch wieder mein Lager ab.